Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich euch zu einer Folge von Let's Play Ransomware begrüßen. In der letzten Folge sind wir hier vom Mod-Up-Verkäufer stehen geblieben, wurden in der letzten Folge ein bisschen zerstört. Und ja, eine Sache wollte ich noch ausprobieren mit Entschuldige, dass ich nochmal störe. Und zwar hier weitermachen. Echt? Komm schon, mach's für mich. Ich glaube, ich hab mich klar genug ausgedrückt. Ich wollte weiter bitte spammen. Ey, du weißt schon, dass der Spieler nicht aufgibt, bevor du das Zeug endlich nimmst, oder? Tja. Nun ja. Na dann. Ah, es wäre sogar nur noch einmal gewesen. Kann ich irgendwas? Kann ich nicht. Kann ich? Nein. Yippie-ki-yay, doof Mann. Stark, Alter. Und ich glaube, der Rotznase hat's auch gefallen. Tja, bei dem ist das wohl normal. Ist halt nur so ein Hosenscheißer. Aber bei dir? Ja. Hey, kannst du es nochmal machen? Ich mach das nicht nochmal. Aber, bitte. Also, okay. Mit dem habe ich im Moment nichts zu besprechen. Okay, er hat einmal sein Helium-Dings benutzt. Junge, was glaubst du, was du da tust? Ich habe keine Ahnung. Nicht? Dann lass die Finger von dem Ventil. Das Helium-Ventil. Okay, was gibt's denn hier noch? Luftballons. Die sollten alle mir gehören. Ja, nicht so gierig. Ich bin doch kein Dieb. Naja, also schon, aber die kann ich nicht einfach so nehmen. Ja, weil es jeder sieht. Haben wir irgendetwas zum Aufblasen? Vielleicht ein Hütchen oder so? Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Nicht anfassen! Ja, gut. Sollen wir ihm irgendwas geben? Was ist denn, wenn wir dem Kind die Polizeimarke zeigen? Wenn ich die einfach so rumzeige, kriege ich Ärger. Also so. Gut. Wir müssen da irgendwie hoch und ich denke, wir brauchen dafür die Luftballons. Nicht! Ja, gut. Wie kommen wir an die Heliumflasche? Mit dem können wir auch nicht mehr weiterreden, damit das Revo. Entschuldigung? Hat dir die komische Stimme von dem Mann da gefallen? Hat dir die komische Stimme von dem Mann gefallen? Ja! Der stinkige Ballonmann ist lustig! Stink. Das ist lustig, wenn der lustige Sachen macht! Naja, na gut, soll er denn nochmal seine komische Stimme machen? Ja, oh ja, voll Depp. Na gut, aber ich brauch deine Hilfe. Ich brauch deine Hilfe. Fang bitte nicht wieder damit an. Sag ihm einfach, er soll's nochmal machen. Na gut, Depp. Okay. Entschuldige, dass ich nochmal störe. Ich glaub, der Junge will dir was sagen. Echt? Na, Großer, kann ich dir helfen? Komische Stimme? Komische Stimme? Siehst du, ich bin nicht der Einzige, der das nochmal hören will. Gefällt dir meine quietsche Stimme, Junge? Komische Stimme. Oh ja, komische Stimme. Der Kleine hat sie nicht alle, oder? Ich will schon sagen, er hat sie nicht alle. Nun ja, mein Kleiner. Für so einen Wonneproppen mache ich alles. Ich hasse ihn abgrundtief. Kann ich jetzt... Mann, da bin ich wohl zu weit gegangen. Hast du den gekillt? Also ich würde jetzt, jetzt ist er genau also wie du. Ach, nichts. Ich würde jetzt nicht sagen, er ist nur bewusstlos. Dem geht's gut, der hat nur ein bisschen Farbe im Gesicht bekommen, wie wenn er sich sonnt, nur halt ein anderer Teint. Ihm geht's gut, das ist alles okay, das ist vollkommen normal. Alles gut, alles safe. Das Helium hat ihn ganz schön zerfickt. Schauen wir, ob wir sollen noch ficken in diesem Projekt, in diesem Spiel sagen. Den Typ fasse ich nicht an. Ficken! Okay, nimm die mal mit. Lass deine dreckigen Griffel von meinen Ballons. Nein. Au, ist ja gut. Kannst sie alle behalten, du rotznasige Ausgeburt der Hölle. Ganz genau, alles meine. Aber wir können bestimmt die Heliumflasche. Daran sollte ich nicht rumspielen. Okay, können wir nicht. Aber was, die, da gab's doch zwei, achso, ist es das, okay. Können wir noch mit dem Jungen reden, den ich abgrundtief verabscheue? Warum sollte ich noch mal mit... Okay, das geht nicht. Lass deine Dreck... Au, ist ja gut! Ganz gern. Ah, bin ein bisschen müde, aber die Folge mal noch fertig. Können wir die irgendwie mit irgendwas irgendwie richtig... Das muss nicht... Ich weiß auch, dass das hier wahrscheinlich geschraubt werden muss. Da muss nichts gemessen. Ich muss aber verschiedene Dinge mit dem Ballon ausprobieren. Heiland, zack. Ja, keine Ahnung.
Muss ich gar nicht. Luftballons, die sollten alle mir gehören. Was ist denn, wenn wir... Okay, wir können seinen Ballon auf jeden Fall nicht anklicken. Hier hinten war nichts, ne? In der seitenen Straße. Ist da noch was drin? Ich glaube, einer ist mehr als genug. Also nein? Eine Kiste voll Baseballs. Achso, wir haben ja einen Baseball, ja. Können wir was mit dem Base... Ich weiß, ich finde Baseballs toll. Ich würde sagen, wir versuchen das mal mit etwas mit dem Baseball auch. Sollen wir einfach machen, wir versuchen einmal alles aus und gucken, was passiert. Vergiss es. Ich glaube, es wäre gerade gar nicht mal ohne dumme Idee. Das muss... Weil ich ein bisschen überfordert bin, wie wir diese Ballons... Und wir müssen irgendwas mit dem Jungen machen. Das könnte natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Glaube kaum, dass jemand mit mir spielen will. Können wir vielleicht die Wasserpistole nochmal mit dem Jungen benutzen? Oder wirkt das nicht mehr? Vergiss es. Ich habe keinen Bock mehr auf die Sache mit den Knarren. Okay, das klappt nicht. Dafür ist das nicht. Ja, wir haben gedacht, wir versuchen mal etwas aus. Ein Kind. Gott, ich hasse Kinder. Ich glaube nicht, dass sie wirklich weg... wir können mal vielleicht gucken, ob sich bei Claytons Cave irgendwas verändert hat, aber... Ich glaube, ich habe es hier einfach noch nicht richtig gecheckt, was ich tun muss. Ich denke, wir sind hier schon gar nicht mal so auf dem Holzweg. Ach, ich hasse es, wenn ich in Aufnahmen gehen muss. Aber ich kenne es auch mittendrin. Okay, ich könnte die Folge schon mittendrin aufnehmen, aber ich werde es nicht tun. Achso, hier geht gar kein Doppelklick wie bei Deponia. Es ist noch ziemlich früh. Die Bar ist noch zu. Achso, war Karimashita. Da konnten wir noch rein. Ich guck einfach trotzdem mal ein bisschen rum. Und gucke, ob man sonst noch irgendwo mit irgendjemandem sprechen kann, der helfen kann oder so. Ehrlich. Weißmeldenrat. Hallo, Mel. Wenn man eine Pfandleihe betreibt, muss man so aussehen. Mel? Hallo? Hallo, Pater Rye. Reden Sie. Seit wann reden Sie? Mit dem stimmt irgendwas nicht. Was zum Geier ist los mit dir? Das ist ein bisschen sehr strange. Du siehst noch verblödeter aus als sonst. Das muss ein krasser Fall von Quecksilbervergiftung sein. Quecksilbervergiftung? Ja, das muss es sein. Oder? Ach, mein Moment Gott. Moment mal. Du hast die ganze Mercury-Cola ausgetrunken? Das ist der Boy. Tropfen. Der Kühlschrank ist kaputt. Da blieb mir nichts anderes übrig. Aber warum willst du dich umbringen? Hast du eine komische, unheilbare Krankheit oder was? Hä? Ich fragte, warum du lebensmüde geworden bist, Mel. Hallo? Hallo. Kann ich was für dich tun? Nein. Ja, ich brauche eine Dose Mercury-Cola. Klar. Oh, warte mal. Hab keine mehr. Habe ich etwa alle getrunken? Ja, das haben wir dir gerade. Okay, das bringt mich sicher um. Ah. Aber ich bin so high, das ist mir scheißegal. Wow. Okay, ich glaube, ich gehe wieder. Ich glaube, in dem Zustand kannst du mir nicht helfen. Ich verzieh mich. Aha. Er hat wirklich alles an der Cola getrunken? Das ist so krass. Okay. Gucken wir doch mal, ob wir unseren Job noch haben. Ja, schnell, Notpass. Darf ich hier rein? Ach, keine gute Idee. Letztes Mal war Phil richtig happy. Ich will ihn eine Weile so in Erinnerung behalten. Außerdem habe ich jetzt keine Zeit, Pakete auszuliefern. Ich muss diesen vieräugigen Irren finden, bevor er die ganze Stadt in die Luft jagt. Ich glaube nicht, dass die ganze Stadt in die Luft jagt, aber ja. Kann uns denn Charlie weiterhelfen, der gute... Unser guter Freund? Warum seid ihr eigentlich hier? Der Typ kommt mir bekannt vor. Der Fettsack da kommt mit. Können wir mit denen reden, oder sind die eigentlich auch nur Verzierung? Na, was geht hier, Typen? Typen? Wer zum Geier bist du denn? Mach dich locker, Kumpel. Hab mich nur gefragt, was sie hier so treibt. Wir kennen dich nicht mal, Kumpel. Also verpiss dich. So much love. Warum so angefressen? Wir trauen Fremden nicht.
Du könntest ja so ein scheiß Bulle sein oder so. Ich hab eine Marke tatsächlich. Sehe ich wie ein Bulle aus? Aber ich bin kein Bulle. Keine Ahnung, aber die Typen sind überall. Undercover. Kannst du mir schon glauben, ich bin kein Cop. Was denkst du, Mann? Okay, wir trauen dir. Also, was zum Geier willst du? Ja, nichts. War nur neugierig. Tja, Neugier ist nicht immer gesund. Stimmt mehr oder weniger. Braucht ihr Hilfe? Braucht ihr Hilfe? Sehen wir aus, als bräuchten wir Hilfe? Tja, ich hab gedacht, frag mal. Eben, wir kommen ganz gut alleine klar. Okay. Meine Gesundheit ist mir egal. Also was treibt ihr Typen hier? Geschäfte, Mann, Geschäfte. Geschäfte, ich meine nur, naja, ihr seht absolut wie zwei Dealer aus. Ja und? Na nichts und. Ich meine, was vercheckt ihr denn so? Scheiße, alles außer Koks, Heroin und unsere Arsche. Okay. Snoogans! Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen, Mann. Habt ihr? Zum Schießen. Crystal Meth dann? Die vercheckten illegale Captain Red Masken. Echt? Wo habt ihr die denn her? Das klingt interessant. Der Wichser, der den Comicladen betreibt, hat eine Kiste davon in seinem scheiß Auto gelassen. Oh. Könnte ich eine haben? Kann ich so eine haben? Eine Maske? Ja. Weiß nicht. Du siehst aus wie eine richtige Nervensäge. Bin ich nicht. Man soll Leute erst beurteilen, wenn man sie kennt. Ihr zwei seid doch das beste Beispiel. Was zum Geier soll das denn heißen? Nichts. Ich meine nur, ihr zwei seht aus wie ein paar Drogendealer. Aber jetzt, wo ich mit euch gesprochen habe, weiß ich, ihr dealt gar keine Drogen, sondern nur anderes Zeug. Hast du Kohle? Nicht mal ein Penny. Ja, was willst du dann, Mann? Scheiße, wenn du kein scheiß Geld hast, warum verschwenden wir dann überhaupt unsere Zeit mit dir? Weil dein Kumpel hier sein Maul nicht aufkriegt und du ganz gerne mal ein Schwätzchen hältst. Ich hab grad zuerst Schwänzchen gelesen. Stimmt schon, Mann. Das fette Arschloch macht mich manchmal echt fertig mit seiner Schweigenummer. Was, stimmt was nicht? Ich sag nur die Wahrheit, Mann. Mann, das ist so langweilig hier. Wünschte, wir hätten ein bisschen Ablenkung. Tja, schon tragisch, dass dein Kumpel die ganze Zeit stumm geschaltet ist, hä? Huh? Tja, hab noch nie darüber nachgedacht, Kumpel. Naja, also, wegen der Masken. Gib mir doch einfach die erste umsonst. So läuft das doch normalerweise bei euch Dealern. Wer zum Geier glaubst du, dass wir sind, Mann? Die Wohlfahrt? Habt ihr irgendwelche Guy Fawkes oder Predator-Masken? Habt ihr irgendwelche Guy Fawkes oder Predator-Masken? Ach, tja, Fox, das ist fast richtig. Ich schau mal eben im Lager nach. Mann, wo zum Geier glaubst du, dass du bist? Walmart oder sowas? Wir haben nur Captain Red-Masken, kapiert? Okay, okay, ist ja gut. Gut, und was wollt ihr damit machen? Und? Was wollt ihr damit machen? Tell it. Eine Menge Fragen für einen, der angeblich kein Bulle ist, Mann. Ich bin halt neugierig. Dieses Jahr ist 35-jähriges scheiß Captain Red Jubiläum. Also dachten wir, es gibt bestimmt ein paar Penner, die voll auf den Scheiß abgehen. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Die Sendung ist doch eher am Abkacken. Verkauft sich gar nicht mehr gut. Scheiß verfickter Captain Red, Mann. Wir verlassen uns auf den Nostalgiefaktor. Mm. Glaub mir, es gibt eine Menge Muschis in dieser Stadt, die so ein Scheißteil haben. Der hilft leider nicht immer, der Nostalgiefaktor. Wenn du meinst? Oft, aber nicht immer. Aber wir reden mit euch in der nächsten Folge weiter. Dann lass ich euch mal weitermachen. Man sieht sich. Man sieht sich, Kumpel. Snoogans. Snoogans. Ja, klar. Whatever. Aber wir speichern mal wieder zusammen. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Ich hab gedacht, das könnte man mal wieder tun, weil es ist immer so nett. Ja, keine Ahnung. Gut. Dann würde ich aber sagen, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, links zur ersten Folge und zur Playlist des Projekts unten in der Beschreibung und auch alle Social Media Links. Ich wünsche euch noch mal einen schönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ja, was gibt's noch zu sagen, außer tschüss, silly.